Guten Morgen. Herzlich willkommen zu diesem letzten Morgenauftakt des Kongresses Zukunft für alle. Wir befinden uns hier in der Konsumzentrale in Leipzig und ich werde für eine Stunde durch dieses Programm führen. Heute ist unser Thema vom guten Leben reden für eine linke Erzählung. Und ich freue mich sehr, dass wir dazu Julia Fritsche einladen konnten. Herzlich willkommen, Julia. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Guten Morgen, Christine. Guten Morgen. Ich grüße euch alle auch hier im Saal. Es ist ja nicht so einfach, am Samstagmorgen so zeitig aufzustehen, so früh aus dem Bett zu kommen. Es ging mir genauso und entsprechend freue ich mich, dass ein paar Leute hierher in den Saal gefunden haben und ihr anderen, ihr guckt vielleicht sogar auch vom Bett aus. Und ich will uns allen die Möglichkeit geben, ganz kurz uns noch einmal zu regeln, um die Impulse dann besser aufnehmen zu können. Ich habe das eben auch schon bei Julia gesehen, sie hat das auch ausprobiert und daher merke ich, dass das geht vom Sessel aus. Also nehmt eure Arme hoch und verschränkt die Hände. Die Handflächen zeigen zum Himmel und ihr streckt euch, soweit es geht. Und wenn ihr dann die Arme wieder runterlasst, könnt ihr ganz tief eigentlich erst einatmen und dann ausatmen. Und so stark wie es geht, bei mir sind die Lehnen im Weg. Also, und wir sind alle da, wir sind alle frisch, dafür können wir uns auch noch einmal kurz auf die Schulter klopfen und uns umarmen. Und klopft euch auf die Schulter. Gut gemacht, wir alle sind da. Gut gemacht, die Technik funktioniert. Gut gemacht bisher beim Kongress. Alles gut und wir beginnen gleich, aber ich möchte noch darauf hinweisen, falls jetzt das Internet ausfallen sollte, ist das nicht das Problem der Technikerinnen oder aller derer, die jetzt für die Sendung sorgen, sondern das kann einfach passieren. Das ist der Anbieter und im Laufe der Woche gab es natürlich auch einige technische Probleme. Das ist nicht einfach, so einen großen Kongress digital weitestgehend durchzuführen. Und es gab auch einige Frustrationen, aber wir vom Orga-Kreis entschuldigen uns einerseits und bitten aber auch um Verständnis. Und heute findet fast alles das letzte Mal statt. Dazu sage ich am Ende der Übertragung etwas. Und bevor ich die Julia vorstelle, möchte ich auch gerne noch was zu mir sagen. Ich bin Mitglied im Orga-Kreis, wie schon gesagt, Christine Müller. Ich bin die entwicklungspolitische Referentin der Evangelischen Kirche in Sachsen und ich unterstütze Gruppen und Organisationen bei ihrer Arbeit, ich sage es allgemein, für eine bessere Welt. Und wir haben fast zeitgleich, als das Konzeptwerk Neue Ökonomie gegründet wurde, eine Initiative innerhalb der Landeskirche gegründet, die heißt Anders wachsen. Wir wollten dem auch einen positiven Namen geben. Es geht um eine Wirtschaft, die alternativ ist und eine Alternative darstellt zum gegenwärtigen neoliberalen Wirtschaftssystem. Und wir dachten, Wachstum ist ja nicht an sich schlecht und es gibt Bereiche, die wachsen können und wachsen sollten. Wir sind für Entschleunigung, für Spiritualität, für Zeit statt Zeug, natürlich für den ökofairen Einkauf.
die Zusammenkunft mit interreligiösen und interkulturellen Gruppen, also anders wachsen und vielleicht auch anders leben. Und deswegen freue ich mich auch besonders, dass ich heute die Julia moderieren darf. Ich kannte sie leider vorher noch nicht. Tut mir leid, Julia, weil das, was du heute zu sagen hast, passt total gut zu dem Thema, das wir in unserer Initiative verfolgen. Und das ist natürlich auch ein Anliegen vom Konzeptwerk Neue Ökonomie und eigentlich vieler linker Basisgruppen, auch ökumenischer, in denen ich mitarbeite. In letzter Zeit bemühen wir uns um eine andere Erzählung. Und ich möchte dich kurz vorstellen, das, was ich im Internet gefunden habe. Ich habe auch eine Veranstaltung mit dir gesehen und die Anfänge gelesen, die über dich gesagt werden. Wahrscheinlich ist das alles schon sehr langweilig für dich. Und du bist Journalistin und Autorin, aber in einer Ansage habe ich gefunden, du bist Rechtswissenschaftlerin. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das ist lange her. Ach, du arbeitest nicht mehr als Rechtswissenschaftlerin. Ich habe das studiert, aber wollte das nie ausüben. Ich habe ein Staatsexamen und danach habe ich ein paar Jahre lang so rumgeguckt, was ich sonst machen will. Und dann bin ich Journalistin geworden. Toll, und das hat sich gelohnt. Für einige deiner Beiträge hast du auch Preise bekommen. Ich stelle jetzt nicht alles vor, aber ein toller Titel für mich war das Feature Polls, Assis und Schmarotzer, warum unsere Gesellschaft die Armen verachtet, zusammen mit Sebastian Dörfel. Und dafür habt ihr den zweiten Preis der Gewerkschaft, wie ich verstanden habe, den Otto-Brenner-Preis bekommen und den Deutschen Sozialpreis. Und weil ich hier in Leipzig, in Sachsen, in Ostdeutschland geboren bin und hier schon immer lebe, fand ich auch das Feature interessant von 2018, auch mit Sebastian Dörfel geschrieben, das Programm von Hoyerswerda, eine Reise in die Gegenwart. Und zum Schluss will ich natürlich das Buch nennen. Und der Titel ist so schön. Das Buch ist 2019 erschienen beim Verlag Edition Nautilus. Tiefrot und radikal bunt für eine neue linke Erzählung. Und damit, liebe Julia, darfst du jetzt anfangen. Vielen Dank, Christine. Vielen Dank, dass ihr alle da seid von der Technik, mit denen ich schon zu tun hatte und vor allem, dass auch viele von euch jetzt gerade zugucken und sich hoffentlich vielleicht gleich auch beteiligen und mit uns diskutieren. Ich bin ein bisschen neidisch, dass ihr vielleicht noch im Bett sein könnt. Das wollte ich euch jetzt nicht zumuten. Aber entschuldigt, wenn ich vielleicht nicht ganz konzentriert bin. Es ist Samstag früh und ich gebe mein Bestes für euch. Ja, ich möchte euch erzählen, warum ich glaube, dass es, wie du, Christine, schon gesagt hast, eine neue linke Erzählung braucht. Ich glaube, in diesem Rahmen hier auf dem Kongress muss ich nicht lang ausführen, warum ein besseres Leben notwendig ist. Nur ganz kurz, wir haben jedes fünfte Kind in Deutschland von Armut bedroht. Jede dritte Nacht stirbt eine Frau durch Partnerschaftsgewalt. Wir haben Attentate gegen nicht weiße Menschen hier, wie in Halle und Hanau. Wir haben global gesehen, das sagte Niloufer gestern auch auf der Podiumsdiskussion, 40 Kriege und 400 Konflikte und wir haben so viele Menschen wie nie zuvor auf der Flucht. Das heißt, ein besseres Leben ist für alle nötig, die nicht aussehen wie Philipp Amthor oder Ulf Poschardt. Da sind wir, glaube ich, hier einer Meinung. Worüber ich aber sprechen möchte, ist, wir sind ja jetzt bei dem Punkt Transformation schon angekommen in diesem Bereich des Kongresses seit gestern. Also wie kommen wir zum besseren Leben, zur Zukunft für alle? Und ich glaube,
Ein Mittel, neben vielen anderen, über die ihr hier auch schon gesprochen habt, gestern unter anderem, gestern Abend über Streiks, über politisches Handeln in Parlamenten, über Aktionen auf der Straße, über Initiativen wie die, in denen du tätig bist, Christine. Aber ein Mittel ist die Erzählung, ist unser Diskurs, ist unsere Sprache. Und darüber möchte ich jetzt sprechen. Ich habe drei Themengebiete mit drei Fragen. Und dann können wir ein bisschen diskutieren und dann hätte ich als Add-on noch einen vierten Themenbereich mit einer vierten Frage, wenn wir noch dazu kommen. Also viele finden den Begriff Erzählung oder noch schlimmer Narrativ schrecklich, stelle ich fest, weil der so gehypt ist in den letzten Jahren. Ich möchte trotzdem sagen, warum ich ihn wichtig finde. Ich glaube, wir leben in Erzählungen. In der letzten Zeit ist eine total offensichtlich, die extrem rechte Erzählung vom guten Leben nur für die Volksgemeinschaft. Also diese Erzählung funktioniert ganz klar über Ausgrenzen von den Muslimen, den Flüchtlingen und so weiter. Die andere große Erzählung ist nicht so offensichtlich. Das ist die Erzählung der letzten 30 bis 40 Jahre. Die Erzählung, du kannst es schaffen, wenn du dich genügend anstrengst. Diese Erzählung stimmt nicht. Viele Menschen strengen sich an, vor allem im globalen Süden, und sie schaffen es trotzdem nicht. Und diese Erzählung funktioniert auch über Ausgrenzen, weil alle, die es nicht schaffen, die werden dann auch ideologisch ausgegrenzt, wie in der extrem rechten Erzählung auch. Also die Griechen, die es nicht schaffen, die sind irgendwie faul. Die Frauen, die 21% weniger verdienen, die haben dann nicht genug verhandelt. Der globale Süden, der es nicht schafft, der ist irgendwie anders und rückschrittlich und will auch gar nicht so viel von diesem Leben. Also wir haben auch hier eine ideologische Ausgrenzung, besonders stark in dieser Erzählung über die Erwerbslosen. Die Erwerbslosen, die sind irgendwie anders, die sitzen den ganzen Tag auf dem Sofa rum und trinken Bier und essen Chips und so weiter. Die schaffen es praktisch nicht, weil sie zu faul sind. Also diese Erzählung funktioniert auch über ein sogenanntes Othering, ein Ausgrenzen, ist also der extrem rechten Erzählung gar nicht so unähnlich. Ich glaube, diese letzte Erzählung ist, das wurde ja auch gestern klar, in die Krise geraten. Kaum mehr jemand traut sich diese Erzählung, you can make it, wirklich zu erzählen, außer vielleicht ein paar FDPler. Und trotzdem ist sie in vielen kleinen Geschichten vorhanden. Also, wenn du genügend Steve Jobs Biografien liest, dann schaffst auch du es out of the garage. Oder wenn du deinen Körper genug tunst, dann verleiht Heidi Klum dir ein Foto und macht dich zum Topmodel. Oder wenn du mutig genug bist, von einem Gipfel zu springen in einem Wingsuit, dann verleiht Red Bull dir Flügel. Also viele kleine Geschichten tragen wieder dazu bei, dass diese große Erzählung, du kannst es schon schaffen, wenn du dich genügend anstrengst, am Leben bleibt. Und das finde ich ist wichtig zu sehen. Wir leben, ob wir wollen oder nicht, in dieser Erzählung, die aus vielen kleinen Geschichten besteht. Und wenn wir das sehen, dann können wir diesen kleinen Geschichten widersprechen und wir können dieses Vehikel, dieses Mittel der Erzählung nutzen, um an einer eigenen Erzählung zu arbeiten. An einer Erzählung, die anders ist als diese beiden Erzählungen. Und das heißt, dass sie vor allem etwas braucht. Sie muss klar machen, ausgrenzen und ökonomisch ausbeuten hängt immer zusammen. Also ich kann nur Leute schlecht bezahlen, wenn ich sie vorher ideologisch ausgrenze. Ich kann nur Frauen schlecht bis gar nicht für alle sozialen Arbeiten, für Care-Arbeit schlecht bezahlen oder eben gar nicht, wenn ich vorher sage, sie sind das liebende Geschlecht und die machen das alle total gern und auch total gern unbezahlt. Ich kann nur Menschen, die hierher gezogen sind von woanders in niedrigere Lohngruppierungen einteilen, wenn ich sage, ach, die sind, nennen wir sie Gastarbeiter, die sind also nur vorübergehend da und das Wort Gäste impliziert auch, dass die eigentlich gar nichts arbeiten, sondern was kriegen. Gäste sind ja eingeladen zu allen. Den globalen Süden kann ich auch nur ausbeuten, wenn ich ihn vorher ideologisch ausgrenze und sage, ah ja, diese Menschen da, die haben ganz andere Ansprüche ans Leben. Und ich kann auch die Natur nur ausgrenzen, wenn ich sage, ja, das ist irgendwas anderes externalisiert von uns. Das heißt, ausgrenzen und ausbeuten
hängt miteinander zusammen. Also Umverteilungsfrage oder früher Klassenfrage und Anerkennungsfragen oder sogenannte Diversität hängen zusammen. Und es geht nicht, wir müssen das in Zukunft immer gemeinsam diskutieren. Es geht nicht mehr anders. Ich glaube, diese Idee zu sagen, ja, wir haben jetzt Trump und die AfD, weil wir zu viel über Unisex-Toiletten gesprochen haben und zu viele Gender-Sternchen hatten, darüber müssen wir hinwegkommen. Aber das finden wir in vielen Teilen, in liberalen Kreisen noch vor. Also diese neue Erzählung muss das zusammenbringen. Ausgrenzen und Ausbeuten gehört zusammen und wir brauchen etwas anderes. Und vor allem braucht diese neue Erzählung, glaube ich, ein Menschenbild, das sagt, wir sind eigentlich solidarisch und empathisch. Wir sind da für andere Menschen. Niemand von uns wäre älter als eine Woche geworden, als Baby, wenn sich nicht Menschen einfach um uns, selbstlos um uns gekümmert hätten. Wir gehen mit der besten Freundin stundenlang in der Bar Bier trinken, auch wenn wir keine Zeit haben, weil sie gerade Liebeskummer hat. Und wir machen das nicht in der Hoffnung auf Karma-Ausgleich im nächsten Leben, sondern wir machen das, weil wir für sie da sein wollen. Meine Mutter arbeitet ehrenamtlich in einem Altenheim und singt dort mit Demenzkranken, leitet dort einen Chor. Und das machen mehrere Millionen andere Ehrenamtliche auch. Christina arbeitet auch ehrenamtlich. Und viele Menschen machen das aus unterschiedlichen Gründen, manche aus Langeweile, manche aus Einsamkeit, viele aber auch, weil sie Freude daran haben. Und sie machen es vermutlich nicht für den einen Blumenstrauß am Ende des Jahres. Das heißt, wir sind solidarisch, wir sind empathisch und diese Geschichten müssen wir, glaube ich, viel mehr verbreiten, um den alten existierenden zwei Erzählungen eine neue, eine eigene gegenüberzustellen. Und das war der erste Themenkomplex und meine Frage dazu an euch wäre, welches Menschenbild hat eure Erzählung von einer besseren Zukunft? Vielleicht wollen es die ein oder anderen kurz aufschreiben. Welches Menschenbild hat eure Erzählung? Ich komme zum zweiten Punkt. Ich glaube, ein weiteres Mittel neben einer eigenen Erzählung ist auch eine eigene Sprache. Und zwar vor allem deswegen, wenn wir immer nur gegen etwas sind, dann betonen wir immer das, wogegen wir sind. Ich habe das bei der Linguistin Elisabeth Wehling gelernt, die gesagt hat, weil die sich auch mit Neurowissenschaften beschäftigt, unser Gehirn kann ganz schlecht das Wort nicht denken. Ich mache kurz einen Test, der ist auch von Elisabeth Wehling. Wenn ich jetzt zu euch sage, denkt ihr jetzt nicht an die grauen Haare von Barack Obama, dann haben vermutlich viele von euch an die grauen Haare von Barack Obama gedacht. Ich frage mal kurz an Christine, hast du nicht an die grauen Haare von Barack Obama gedacht? Nein. Dann heb bitte die Hand. Also hast du daran gedacht? Ja, ich habe dran gedacht. Ja. Okay, größer ist jetzt meine Versuchsgruppe gerade nicht, aber meistens ist es ungefähr 100% in diesem Fall jetzt auch. Und das Gleiche ist mit politischen Konzepten, habe ich bei ihr gelernt, also bei Elisabeth Wehling. Wenn wir immer nur gegen etwas sind, zum Beispiel gegen den, sagen wir mal, gegen Wachstum, dann betonen wir die ganze Zeit Wachstum, 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 Wachstum. Also das ist ja auch in Postwachstum. Post ist so eine ähnliche Silbe wie nicht oder anti oder so mit drin. Und unser Gehirn denkt dann die ganze Zeit Wachstum, Wachstum. Wir können uns gar nicht vorstellen, dass Wirtschaften anders funktioniert als über ständiges Wachstum. Und ich glaube, wir könnten auch andere Begriffe verwenden, die eher unseren Werten entsprechen, wie zum Beispiel, ich bin da auch noch auf der Suche, genügsames Wirtschaften. Also ein Wirtschaften, ja, wo das Wort genug drin steckt, das sagt schon viel mehr darüber aus, ja, okay, genug ist irgendwie ein gutes Gefühl auch für manche Leute. Ich bin satt, ich habe genug von etwas, es reicht, ich bin eigentlich zufrieden damit. Genügsames Wirtschaften oder maßvolles Wirtschaften, anstatt so Begriffen vielleicht wie Postwachstum oder Degrowth oder so. Ist aber nur ein Beispiel und auch können wir auch gerne diskutieren. Ich mache noch ein anderes Beispiel. Viele von uns, auch hier auf dem Kongress, treten ein für die Idee von No Border.
No border, also keine Grenzen. Wenn wir das sagen, dann denkt unser Gehirn wie beim Obama-Test die ganze Zeit aber Grenzen, 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 Grenzen. Und es erscheint uns völlig natürlich, dass zwischen Salzburg und München eine Grenze verläuft, obwohl kein Flusslauf das nahelegt und keine Sprachgrenze das nahelegen würde. Wir könnten stattdessen aber auch vielleicht eine Sprache finden, die mehr unsere Werte ausdrückt. Das heißt zum Beispiel globale Bewegungsfreiheit. Da steckt drin global unser Globus, unser Planet, auf dem wir als Schicksalsgemeinschaft leben. Dann steckt in dem Wort globale Bewegungsfreiheit das Wort Bewegung. Wir bewegen uns den ganzen Tag im Geiste oder physisch. Bewegung ist tendenziell etwas Positives. Dann steckt in globaler Bewegungsfreiheit auch das Wort Freiheit. Frei sein, frei entscheiden können, frei handeln können. Da würden sogar viele Ultraliberale, glaube ich, mitgehen und würden sagen, ja klar, also globale Bewegungsfreiheit. Erstmal muss doch die Grundkonstante gelten, dass wir uns alle global über den Planeten bewegen können. Diese Liberalen würden dann vielleicht sagen, ja, das müssen wir dann aber irgendwie einschränken oder so. Aber erstmal wäre diese Grundkonstante gegeben. Und momentan sind wir ja in einer anderen Situation. Also momentan müssen sich ja all diejenigen rechtfertigen, die den Kontinent wechseln wollen, zum Beispiel von Afrika nach Europa. Und es müssen sich sogar die rechtfertigen, die ihnen dabei versuchen zu helfen, wenn sie dabei in Seenot geraten. Also ich glaube, es ist eine eigene Sprache notwendig, die unsere Werte ausdrückt. Und deswegen ist meine zweite Frage von diesem zweiten Themenkomplex an euch: Welche Wörter verhelfen euch zu einem guten Leben für alle? Und welche stören euch vielleicht? Wiederhol nochmal, falls es jemand mitschreiben möchte. Welche Wörter verhelfen euch zu einem guten Leben für alle? So, neben dem Mittel der Erzählung, einer eigenen Erzählung und neben dem Mittel einer eigenen Sprache, glaube ich, ist als drittes vor allem wichtig, dass wir gucken, wo sind die Gemeinsamkeiten zwischen diesen ganzen vielen verschiedenen Bewegungen, Initiativen und Theorien, die wir jetzt auch auf dem Kongress schon gesehen haben. Ich habe mir in den letzten Jahren als Journalistin für Radio Feature und für das Buch, das Christine erwähnt hat, verschiedene soziale Bewegungen angeguckt, habe die begleitet. Krankenpflegekräfte an den Krankenhäusern, die streiken und die Frage einer Care-Revolution. Dann habe ich mir Konzepte von Indigenen in Lateinamerika, also die Idee eines Buen Vivir, angeguckt. Dann die Münchner Asyl-Willkommensbewegung begleitet, weil ich in München lebe, die sich sehr stark politisiert hat in den letzten Jahren und habe da eben auch Theorien zur globalen Bewegungsfreiheit mir angeguckt. Dann habe ich mir noch Fragen von geschlechtlicher Vielfalt und sexueller Vielfalt angeguckt und Wohnungsfragen. Es gibt noch viele andere, aber ich habe versucht herauszuarbeiten in den letzten Jahren, was da Gemeinsamkeiten sind. Und ich bin auf drei gekommen, aber es gibt noch mehr. Diese drei Gemeinsamkeiten sind einerseits auf so einer materiellen Ebene. Wir brauchen in den meisten Lebensbereichen ein Wirtschaften nach Bedürfnissen und nicht nach Profitlogik. Zum Beispiel in Krankenhäusern. Bis vor 40 Jahren, bis in die 80er Jahre, gab es keine Krankenhausgroßkonzerne wie Asklepios, Helios und Rhön-Kliniken und so. Das ist etwas Neues. Wir müssen wieder dorthin zurück, dass wir Gesundheit nach Bedürfnissen organisieren, dass die Menschen so lange im Krankenhaus liegen dürfen, bis ihre Wunden nicht mehr bluten und sie nicht mit blutigen Wunden ins Taxi gesteckt werden. Also das ist eine Gemeinsamkeit, nicht mehr nach Profitlogik wirtschaften. Die andere Gemeinsamkeit, die ich in diesen verschiedenen sozialen Bewegungen und Theorien gefunden habe, ist, die haben alle besagtes anderes Menschenbild. Und zwar vor allem ein Menschenbild, in dem wir unsere Abhängigkeit anerkennen. Das klingt nach 30, 40 Jahren Gehirnwäsche, neoliberale Gehirnwäsche, selbst für manche Linke schrecklich abhängig sein, oh je, meine, weil wir Autonomie vergötzen. Aber
wir müssen sehen, wir sind einfach abhängig voneinander. Die Feministinnen, die betonen eher die Abhängigkeit von gegenseitiger Fürsorge, von Care-Arbeit, von Menschen untereinander im unmittelbaren Umfeld. Die ökologisch Bewegten betonen eher unsere Abhängigkeit von der Natur und die Abhängigkeit der Natur von uns. Die migrationspolitisch Bewegten betonen eher die Abhängigkeit von uns Menschen hier mit Menschen im globalen Süden und umgekehrt. Also das heißt, das ist der zweite große Punkt, ein Menschenbild der Abhängigkeit. Und der dritte Punkt, den ich gefunden habe an Gemeinsamkeiten, ist, es entstehen Anfänge von neuen Aushandlungsprozessen, neue demokratische Formen. Zum Beispiel entstehen in verschiedenen Bereichen sogenannte Räte. Vielleicht sind einige von euch, die jetzt gerade zuhören, auch in solchen aktiv. Es gab im Bereich der Fürsorgearbeit, der Care-Arbeit mal diesen Versuch in Freiburg eines Care-Rates. Also die Idee ist, ganz lokal an Ort und Stelle zu diskutieren, wie wollen wir hier eigentlich Fürsorgearbeit organisieren, zum Beispiel Altenpflegeheime, privatwirtschaftlich oder gemeinschaftlich. Es gibt im Bereich Klima sogenannte Klimaräte, es gibt im Bereich Ernährung sogenannte Ernährungsräte, wo Leute ganz lokal auch diskutieren und fragen, wie können wir es schaffen, dass sich alle hier biologisch angebautes Essen leisten können, nicht nur die Reichen. Wie wollen wir hier überhaupt Essen anbauen? Wollen wir unser Essen von Orangenplantagen in Spanien, wo wir Menschen dazu versklaven, oder wollen wir das hier regional organisieren? Das heißt, da entstehen so verschiedene Ansätze einer neuen demokratischen Aushandlungsform, die man unter anderem auch in Spanien in den Kommunalwahlen gesehen hat. So ein System, das ein bisschen anders funktioniert als das klassische Parteiensystem. Also das ist die dritte große Gemeinsamkeit. Ich nenne die mal verkürzt Räte, also so lokal, so sehr basisdemokratische neue Organisationsform. Ist aber ganz am Anfang. Keine Profitlogik mehr und ein anderes Menschenbild. Zum Abschluss dieses dritten Punktes ist also meine Frage an euch. Was, neben diesen drei Sachen, die ich genannt habe, haben die verschiedenen Bewegungen und Theorien, die ihr jetzt auch vielleicht noch mal so ganz präsent habt auf diesem Kongress, gemeinsam? Auch das wiederhole ich noch mal. Was haben die verschiedenen sozialen Bewegungen und Theorien, die euch begeistern, die ihr hier gesehen habt, was haben die gemeinsam? Zum Abschluss möchte ich euch einladen, euch am Erzählen zu beteiligen, und zwar mit vielen kleinen Geschichten. Wir reden ohnehin den ganzen Tag. Wir reden am Kinderbett, wir reden in der Kantine, wir reden im Café, wir reden auf der Straße, wir reden am Telefon. Wir geben uns die ganze Zeit durch unsere Wortwahl, durch unsere Themensetzung, durch unseren Blick auf die Welt, geben wir uns Werte weiter. Darüber, wer wir sind, warum wir wohl hier sind, was wir wollen, was wir witzig finden, was wir überhaupt nicht witzig finden. Und ich möchte euch ermutigen, zu sehen, dass diese ganzen kleinen Geschichten Teil einer Erzählung sind. Und das heißt, wir können auch widersprechen, wenn zum Beispiel jemand mal wieder sagt, in irgendeiner Situation, ach, da war sich doch mal wieder jeder selbst der Nächste. Dann können wir sagen, ja, stimmt. Oder wir können sagen, ja, das war vielleicht jetzt gerade so, aber ich finde eigentlich, dass es sonst ganz anders ist. Ich finde, dass Menschen sehr oft solidarisch und empathisch zueinander sind. Ich erlebe das ständig. Oder wir können, wenn uns jemand sagt im Alltag, ah ja, Frauen sind untereinander immer doch so Zickenkriege. Wenn wir sagen, ja, also finde ich eigentlich nicht. Ich finde eigentlich, dass sehr oft Frauen auch solidarisch zueinander sind und sich helfen und sich unterstützen. Und im Übrigen finde ich dein Argument eigentlich eher so ein bisschen Teile- und Herrsche-mäßig, weil zu sagen, die bekämpfen sich immer, das ist ein Mittel, um zu verhindern, dass sie sich tatsächlich emanzipieren und zusammentun und sich gegenseitig stärken können. Ich war gestern total begeistert von diesen kleinen positiven Geschichten bei der Diskussion am Abend. Zum Beispiel hat eine Teilnehmerin
gesagt, ja, ihre Utopie ist, dass sie mit ihren ganzen Freundinnen und Freunden, die überall auf der Welt sitzt, im Jahr 2048 skypt oder sich zusammenbeamt und dass alle Teil einer globalen Bürgerversicherung sind, dass sie alle die gleiche Versicherung haben. Also ich möchte euch inspirieren, so wie ihr das ja auch auf diesem Kongress schon gemacht habt, mit vielen kleinen Geschichten euer Begehren auszudrücken im Alltag, eure Visionen im Alltag in Gesprächen mit den NachbarInnen, mit den LehrerInnen oder als Lehrerinnen, mit den SchülerInnen oder als PfarrerInnen von einer Kanzel herab, wo ihr viele Leute erreicht, diese positiven Ideen zu teilen, zu verbreiten, dieses solidarische und empathische Menschenbild zu verbreiten. Ich möchte nichts beschönigen, aber ich möchte euch ermutigen, das zu tun. Und ich glaube, wir müssen den Hammer jetzt richtig hochhängen angesichts der bedrängten Gegenwart und der extrem rechten Kräfte, die wir auf der Straße haben. Weil wenn wir jetzt in dieser bedrängten Gegenwart nachgeben und in unseren Forderungen und Ansichten uns mäßigen, dann haben wir genau diesen Rechtsshift noch mehr. Und nur wenn wir jetzt in dieser bedrängten Gegenwart wirklich utopisch denken, dann kommen wir einer Zukunft für alle näher. Vielen Dank. Vielen Dank, Julia. Jetzt könnte ein Applaus folgen, obwohl wenige hier sind. Yeah. Dankeschön, die Halle gibt das her, dass auch richtig geklatscht werden kann und das gehört werden kann. Ich danke dir sehr, Julia. Du hast für mich einen wichtigen Begriff angesprochen, den des Menschenbildes. Ich habe ja schon angedeutet, ich komme aus einem kirchlichen Kontext und da ist das besonders schwer, gegen die Vorstellung des sündhaften Menschen anzukommen. Und ich will jetzt hier überhaupt nicht missionieren, aber die Bibel ist voller utopischer Geschichten, voller Visionen. Und an der Stelle kämpfe ich wirklich darum, dass wir aber auch insgesamt in der Gesellschaft neue Geschichten erfinden, von denen du jetzt Beispiele auch genannt hast. Und danke für die Fragen, die du uns gestellt hast. Vielleicht gibt es auch im Chat einen regelrechten Austausch darüber. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ich kriege ein Zeichen, das passiert. Und ich habe auch 3 Zettel bekommen und ich muss also, was ich vergessen habe am Anfang, leider sorry, gar nicht mehr erinnern, dass im Chat Fragen gestellt werden können oder ihr auch Kommentare geben könnt. Also es gibt, ich habe 3 Zettel von Teilnehmenden, da geht es um die Sprache, warum überhaupt eine eigene Sprache? Sollten wir nicht stattdessen eine inklusive Sprache verwenden, die viele Menschen anspricht und positive Bilder ebenfalls hervorruft? Oder der Punkt ist dann eine eigene Sprache, die tendenziell vielleicht auch ausschließend sein kann, sondern könnte ein Lernen von positiven von positiven Begriffen sein. Vielleicht zu dem Punkt nochmal inklusive Sprache, wäre das nicht auch ein Teil einer linken Erzählung? Ja, danke schön. Ich weiß jetzt nicht, ob mit inklusiver Sprache ein bestimmter Fachbereich gemeint ist oder sowas wie eine einfache Sprache zum Beispiel. Vielleicht könnte die Person das danach nochmal klären, aber vielleicht ist es auch nicht notwendig. Ich meine mit eigener Sprache auf jeden Fall eine einfache Sprache. Vielleicht nicht in diesem, nicht ganz so fachspezifisch, eine einfache Sprache, so wie wir alle sprechen. Und ich würde auch sagen, das müssen natürlich ganz normale alltägliche Wörter sein. Ich habe ja dieses Beispiel gebracht mit globale Bewegungsfreiheit. Also wir können uns global über den Planeten bewegen, frei, ohne eine Passkontrolle. Diese Utopie meine ich damit. Ich meine nicht, dass wir jetzt eine eigene Sprache entwickeln müssen, die
ganz weit weg ist von den Menschen oder so. Ich meine nur, dass wir nicht auf die althergebrachte Sprache hereinfallen dürfen, was wir eben oft machen. Und sehr viele gute Beispiele stecken eben zum Beispiel in diesem Buch Politisches Framing von Elisabeth Wehling, die ich vorhin schon genannt habe. Ich nenne nur mal ein Beispiel. Sie nennt das Wort Klimawandel. Wenn wir das beschreiben, dann ist es nicht so sinnvoll für Leute, die eigentlich davor warnen sollen, weil Wandel ist ein sehr neutrales Wort. Man kann sich zum Guten wie zum Schlechten wandeln. Darüber hinaus ist sich wandeln auch reflexiv. Also das heißt, du kannst dich nur selber wandeln. Das heißt, das Klima kann sich auch nur selber wandeln. Das ist sehr praktisch, wenn man den Menschen als Akteur ausschließen will. In diesem Sprachbild kommt nämlich dann der Mensch als Akteur überhaupt nicht mehr vor im Klimawandel. Und stattdessen könnten wir, und auch das können wir hier diskutieren, könnten wir auch von einer Klimakrise sprechen, weil es sind sehr krisenhafte Momente, die auf uns zukommen werden, wie Dürren, Hurricanes, Fluten. Das ist vielleicht schon mal ein bisschen treffender als das Wort Klimawandel. Man kann von einer Klimakatastrophe sprechen, wobei da einige sagen, Katastrophe ist dann oft so ein starkes Wort, dass die Menschen sich fast ohnmächtig fühlen, weil sie das Gefühl haben, da kann man jetzt eh nichts mehr dran machen, dran ändern. Ich will mit eigener Sprache eigentlich nur sagen, wir sollten nicht auf die verbreiteten hegemonialen Wörter hineinfallen, die einfach unbedacht übernehmen, sondern gucken, das Eigen meint, ob sie unsere Werte auch widerspiegeln. Also ein weiteres Beispiel ist Steueroase. Wenn wir von Steueroasen sprechen oder gegen Steueroasen arbeiten, viele KollegInnen in der ARD von mir, also ich arbeite ja in der ARD, die haben ganze Riesenressorts, wo sie sich darum kümmern, wo stecken die Steueroasen. Das handelt aber eigentlich entgegen unserer Idee, weil eine Oase sagt, da sind ja Menschen in der Not, die finden endlich eine Wasserstelle, nämlich eine Oase, wo sie nur dadurch überleben können, dass sie diese Oase jetzt gefunden haben. Und tatsächlich handelt es sich ja aber um eine Steuerhinterziehung, die diese Menschen begehen. Und in diesem Wort beschönigen wir das und schützen die Menschen, die Steuerhinterziehung begehen. So, das nur als Beispiel. Ich meine mit eigener Sprache eine, die sich bewusst entscheidet, eigene Werte sprachlich zu vermitteln und nicht einfach nur die üblichen Wörter verwendet, weil sie so gang und gäbe sind. Ja, danke schön. Ich frage mal die Chatbetreuerinnen, ob es vielleicht auch Antworten gibt zu der dritten Frage, die Julia uns gestellt hat. Was haben die verschiedenen sozialen Bewegungen gemeinsam? Ich habe hier einen Zettel aus dem Publikum. Und ich vermute mal, oder ich lege das jetzt auch so aus, da steht drauf, Wohlstand für alle. Ist das die Antwort auf die Gemeinsamkeit? Ich nehme das jetzt mal an, das steht nicht explizit da. Und mir wird gesagt, es gibt viele Beiträge, aber wahrscheinlich kann man die nicht so schnell hier auf die Bühne bringen. Vielleicht ist es ja auch eine Antwort auf die Frage, welche Wörter verhelfen euch zu einem guten Leben für alle, Wohlstand für alle. Ich habe mir jetzt auch noch keine genauen Gedanken darüber gemacht, aber auf den ersten Blick erscheint es mir auch als sehr schön, also im Wohlstand steckt ja das Wohlergehen. Ich sage das oft zu Leuten, ach, du siehst aber wohl aus. So. Ich finde das ein schönes Wort und für alle, wir sprechen ja auch oft vom guten Leben für alle. Wohlstand für alle ist ein bisschen weniger umgangssprachlich als das gute Leben, aber Wohlstand für alle ist natürlich irgendwo auch noch mal ein bisschen fast, klingt ein bisschen radikaler, weil bei Wohlstand denken wir oft an Reichtum oder so. Wirklich ein Wohlstand, also ein Reichtum an dem, was wir zum Leben brauchen. So, das finde ich auch einen schönen Begriff.
Aber ich bin hier auch nicht da, um die zu beurteilen. Ich habe jetzt nur kurz überlegt, wo es dazugehören sollte. Ja, das klingt plausibel. Ich habe jetzt noch einen Zettel, da steht drauf, könnten wir die Krise als Verbindung sehen? Ist das möglich? Und wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Ich nenne gleich mal die zweite Frage noch von dem zweiten Zettel. Der Begriff Klimawandel wurde bewusst für Framing-Zwecke von Klimaleugnern gesetzt. Siehst du das auch so? Zur letzten Frage, ja. Danke, dass du das erwähnt hast. Das habe ich auch gehört, dass das bewusst mal so, sogar von Thinktanks oder so, das weiß ich jetzt nicht mehr sicher, sich ausgedacht wurde. Und überhaupt ist ja die ganze neoliberale Erzählung ganz stark damit beschäftigt, sich wirklich mit 400 Thinktanks weltweit seit 3 Jahrzehnten Gedanken zu machen, wie sie ihre Ideologie von Wettkampf und Ausgrenzung irgendwie so schön verpacken, dass wir sie schlucken. Und ich glaube, darauf können wir ein bisschen mehr Wert legen als Linke, zu sagen, wie können wir wirklich eigentlich unsere Ideen verpacken? Sie entsprechen ja der Welt viel mehr. Wenn ich sage, ich bin davon überzeugt, dass Menschen auch in hohem Maße solidarisch und empathisch sind, dann kann ich das auch in diese Worte packen. Also wir vertuschen ja damit nicht mal was, sondern wir müssen nur gucken, dass wir auch tatsächlich die Worte verwenden, die unsere Werte widerspiegeln. Und ja. Die Krise als Verbindung, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, was wir noch viel klarer machen müssten, ist, wie die einzelnen Krisen zusammenhängen. Das hat Natasha Kelly sehr schön gesagt in ihrem Morgenauftakt am Mittwoch. Zum Beispiel die ökologische Krise, die ist ja nur da wegen der Industrialisierung. Und die Industrialisierung hätte es nicht gegeben, wenn es nicht die Idee gegeben hätte, wir kreieren jetzt Rassen und versklaven Menschen. Also das heißt, Rassismus und Ökokrise hängen zusammen. Geschlecht und Umweltkrise hängen total stark zusammen. In den Ursachen, weil viel mehr Männer fliegen, Auto fahren und so weiter. Es ist ohne Männlichkeit sind ja auch SUVs zum Beispiel überhaupt nicht vorstellbar, die für europäische Straßen viel zu groß sind. Auch wenn manchmal dann Frauen am Steuer sitzen, aber nur so lange, bis der Mann zurückkommt. Gender und Ökologie hängt zusammen, nicht nur in den Ursachen, sondern auch in den Folgen, weil bei Dürren und Fluten und diesen ganzen Krisen immer wieder ein Krisenshift to the kitchen stattfindet. Also Frauen müssen am Ende wieder für alles aufkommen, müssen die Medikamente organisieren, die Kleidung organisieren, das Essen organisieren für die Kinder. Und auch im Widerstand hängen die drei zusammen, weil Frauen oft diejenigen sind, die sehr lange Widerstand leisten, wenn große transnationale Konzerne zum Beispiel in einen Urwald kommen und den Leuten das Dorf unterm Arsch wegbaggern wollen. Dann sind oft die Männer diejenigen, die die Jobs in den Industrien angeboten bekommen und da vielleicht leichter verführt werden. Und die Frauen sind die, die versuchen, das noch da noch länger Widerstand zu leisten. Also die Krise als verbindendes Element total und aber immer wieder klar machen, auch genau, wo die zusammenhängen. Das wurde auch gestern in der Podiumsdiskussion nochmal klar. Ja, danke. Und die letzte Frage, die ich dir stelle, die passt jetzt super dazu. Im Grunde hast du von Leuten geredet, die systemrelevant sind. Und da wird gefragt, was hältst du von dem Begriff systemrelevant im Zusammenhang mit Care-Arbeit? Und was hältst du von Gesellschaftsrelevanz? Lässt sich damit ein bisschen Systemkritik begründen? Ich verstehe die Frage jetzt so, dass es zwei alternative Vorschläge sind, oder? Ja. Also bei systemrelevant, dazu wurden ja jetzt die Pflegekräfte zum Beispiel erklärt, genau. Surprise, die sind also systemrelevant. Ich fand die Debatte trotzdem interessant, weil ich auch gestehen muss, während der ganzen Gesundheitskrise jetzt, dass ich
auch nur bestimmte Berufsgruppen tatsächlich im Kopf hatte. Ich habe natürlich gesehen, wie wichtig der Gesundheitsbereich ist und der Bildungsbereich und der Wohnungsmarkt und so. Aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht die Lkw-Fahrer gesehen, die dann, die auch systemrelevant sind in unserem momentanen System noch. Und die Supermarktkassiererinnen und deren Arbeitskämpfe hatte ich in den letzten Jahren ehrlich gesagt auch nicht so auf dem Schirm. Also ich fand das schon interessant, dass wir jetzt nochmal in der Gesundheitskrise wirklich ein bisschen darüber gesprochen haben, was brauchen wir zum Leben, was ist gerade lebensnotwendig. Die italienische Regierung hat ja sogar kurzzeitig mal eine Liste geschrieben, was sind lebensnotwendige Bereiche, weil alle anderen geschlossen wurden. Das müssen wir diskutieren und am besten natürlich die Leute, die in den Bereichen selber tätig sind. Also zum Beispiel haben bei General Electric in den USA Arbeitende gesagt, wir wollen keine Düsentriebwerke mehr herstellen, sondern Beatmungsgeräte. Also das wäre die Utopie, dass die Menschen selbst darüber diskutieren, ist mein Bereich eigentlich gerade systemrelevant. Und zum Begriff aber, da ist natürlich die Frage, relevant für welches System eigentlich? System ist jetzt nicht so ein super charmantes, alltagsnahes Wort im Sinne einer einfachen und inklusiven Sprache. Deswegen finde ich die Idee von gesellschaftsrelevant, finde ich schöner. Das gefällt mir besser. Das System klingt sehr abstrakt und auch sehr technokratisch und denkt man vielleicht auch sehr stark an so eine klassische Finanzökonomie oder sowas. Und gesellschaftlich relevant finde ich auf jeden Fall, ja, finde ich ein greifbareres, alltagsnäheres Wort. Coole Idee. Ja, danke. Dankeschön für die Beteiligung auch im Chat. Und Dankeschön für deinen lebendigen Vortrag und das lebendige Gespräch. Es hat mir sehr gut gefallen und glaubt, auch das ist einen Applaus wert. Danke, Julia. Danke dir, Christine. Gerne. Und bevor wir jetzt noch zu zwei kurzen Punkten kommen, Ansagen, die ich machen werde, haben wir ja hier jeden Tag einen Koffer stehen und wir bitten die Referentinnen, etwas mitzubringen als Handwerkszeug sozusagen, das sie uns gerne mitgeben würden, in den Koffer der Zukunft legen. Und Julia hat etwas mitgebracht und wir versuchen jetzt einmal, das, was du uns mitgebracht hast, für den Koffer zu transferieren von München nach Leipzig. Und los geht's. Ich möchte in den Koffer der Zukunft gerne ein Wörterbuch legen. Und aber nicht irgendein Wörterbuch, jetzt wie den Duden oder sowas, aber ein Wörterbuch. Weil ich ja über Sprache gesprochen habe und über das Erzählen und dass wir die ganze Zeit im Alltag eigentlich erzählen müssen und uns so an einer neuen Idee schon jetzt beteiligen können. Und ich möchte in den Koffer das ABC des guten Lebens tun. Das seht ihr jetzt vermutlich spiegelverkehrt. Das ist eben, wie gesagt, ein ABC, ein Wörterbuch von einem Autorinnenkollektiv, einem feministischen, unter anderem von Antje Schrupp, Cornelia Roth und Ina Pretorius. Und die definieren Wörter neu. Zum Beispiel das Wort Arbeit meint eben nicht mehr nur Erwerbsarbeit, sondern Tätigkeiten wie unter anderem auch Care-Arbeit. Und unter dem Wort Anfangen möchte ich einen Satz vorlesen. Anfangen ist möglich, weil etwas da ist. Die eigene Sehnsucht, unser Begehren. Das tue ich in den Koffer der Zukunft. Halt, halt, der Koffer ist noch nicht da. Jetzt ist er da. Ich sehe ihn nicht. Aha, also der Koffer, den siehst du, du legst den rein und dann fliegt das Buch hierher. Mal sehen, ob es klappt. Los geht's. Ui. Dankeschön. Ja, noch zwei kleine Ansagen möchte ich machen.
wie schon erwähnt, es ist der letzte Tag. Es findet fast alles zum letzten Mal statt. Und ich finde jetzt den Zettel nicht. Die Bezugsgruppen 14 Uhr bis 14.30 Uhr finden statt. Dann gibt es auch nach wie vor den Open Space, die digitale Bar, da könnt ihr gerne weiterreden, von 17 Uhr bis 18.30 Uhr. Und morgen wird der Abschluss sein. Und wenn ihr die Mitglieder des Orga-Kreises und des gesamten Teams, das hier die ganze Woche gearbeitet hat, kennenlernen wollt, kommt gern in die Konsumzentrale Industriestraße 85 in Leipzig oder setzt euch an den Bildschirm wie heute Morgen und seht uns zu von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Also dann hoffentlich bis morgen. Vielen Dank an alle, die für diesen reibungslosen Ablauf gesorgt haben. Und liebe Julia, vielleicht begegnen wir uns mal. Tschüss an dich. Hoffentlich. Tschüss. Und an alle. Ciao.